Eagle Ear to Go, der Podcast mit Felix Steindorf und Malika Yachyaoui. Schönen guten Tag, es ist wieder soweit. Ja? Wir sind zurück. Wir sind zurück, ja. Das Warten hat für euch ein Ende und ihr könnt, also ihr wart kurz davor, eine Folge zu verpassen, ja? Ja, ganz, ganz kurz. Ganz davor, knapp, ja. Wir haben es gerade noch in unseren so vollen Terminkalender reinschieben können. Eingequetscht quasi im Businesskalender. Ne? Aber zwischen Meetings euch. Und ich finde es immer witzig, wenn so Influencer sagen, ja, da hat er auch richtig viele Meetings und so, ne? Und ich mir denke, ja, was redet ihr denn? Als ob, ihr hattet Kaffeepause wahrscheinlich den ganzen Tag. Es gab ja lange Zeit, dass Gronkh noch einen Podcast hatte. Ich glaube, inzwischen ist er dann noch ganz sporadisch in seinem ehemals eigenen Podcast. Und er meinte immer so, ja, gerade hier dienstags ist ja Tag für Calls und so. Machen wir von morgens bis abends. Und ich denke mir so, was? Ja, was bequatscht ihr da denn 10 Stunden lang in irgendwelchen Calls? Alter, habt ihr sonst nichts zu tun? Also Hand of Blood, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Influencer, der ist ja, auch vom Namen, ja. Ist auch ein deutscher YouTuber, ne? Ihr merkt schon, wir sind mittendrin. Wir sind schon wieder mittendrin, ne? Ja, direkt eingestiegen, zack. Bei dem verstehe ich es noch ein bisschen, weil der hat auch wirklich eine eigene Firma und der unterstützt auch andere Creator. Ja. Der hat, ich glaube, inzwischen über 20 Mitarbeiter oder sowas. Boah. Und hat jetzt auch ein eigenes E-Sport-Team und so weiter und so fort. Ach, krass. Ne? Also da verstehe ich, wenn er sagt, er hat mal einen Meeting-Tag. Und er hat auf seinem Zweitkanal zum 1-Million-Abo-Special, fand ich richtig cool, hat er einen kompletten Arbeitstag von sich hochgeladen. Oh, cool. Der hat einfach 9 Stunden, ja, kannst du dir geben, wenn du willst, 9 Stunden, die Kamera kannst du ihn verfolgen. Das Einzige, ist ja logisch, bei den Meetings hat er halt einiges zensiert, was man halt als Zuschauer zu dem Zeitpunkt nicht erfahren darf. So, ne? Ja, okay, ist ja easy. Wow. Aber ansonsten, wie er sich Kaffee macht, wie er Probleme hat mit Teams und so, alles drauf, alles dabei. Nice. Ja? Fand ich richtig witzig. Aber jetzt so, zum Beispiel jetzt so ein Gronkh, ne? Okay, Gronkh hat ja auch ein eigenes Unternehmen, ne? Klar, ist ja selbstständig, aber der hat, sagen wir mal, der hat 4 Kanäle, 4 YouTube-Kanäle. Außerdem hat er auch einen Manager, so. Er hat einen Manager, genau. Was muss der da die ganze Zeit bequatschen? Sein Shop gehört doch nicht ihm, das ist doch safe ein Subunternehmen, was das für den macht. So. Ja. Also, was redet der? Oder jetzt hier meistens verfolge ich ja den Kanal Pizmeet. Übrigens keine Werbung für die ganzen Kanäle, ne? Also um Gottes Willen. Nee. Im Gegenteil, wir behaupten ja, die sind faul. So. Richtig. Oder die kleineren. Im Gegensatz zu uns. Nehmen wir kleinere Influencer. Nehmen wir Sturmwaffel. Sturmwaffel? Kennst du Sturmwaffel eigentlich? Nee. Ja, ist okay. Der hat auch sein Zenit überschritten, muss er nicht. Nee, es ist vorbei. Also, so, okay. Der war mal witzig, aber jetzt ist es, also finde ich nur noch anstrengend. Also, ich finde den Namen witzig. Aber ja, der war, also Sturmwaffel ist so quasi die YouTube, ein Wort, was ich hier jetzt nicht nennen möchte, Deutschlands, ja, weil der hat jedes Genre ausprobiert. Der war zuerst Gamer, dann war er Vlogger und jetzt ist er Koch-YouTuber. Ja, also er findet sich noch. Er ist noch in der Selbstfindungsphase, ist halt schon seit 8 Jahren oder so auf dem Kanal. Kratzt so immer, ich glaube, an den 2 Millionen Abonnenten, aber ich glaube, jetzt hat er sie endlich überschritten. Ach krass, habe ich echt noch nie gehört. Heftig. Ach Gott, ja, Sturmwaffel. Sturmwaffel hat mich gecatcht damals, als er gemacht hat, er bestellt bei den schlechtesten Restaurants in seiner Stadt. Er wohnt in Köln und ich sag mal so, war wild, war echt wild. aber dann wurden es halt nur noch, ich bestelle bei den besten Restaurants und es war dann langweilig. Also bei besten Restaurants. Okay, wow. Was soll da passieren? Also, ich kann euch nur empfehlen, gönnt euch das Video, ich glaube, das war bestellt beim schlechtesten Chinesen oder so. Anders Shit hieß war. Anders Shit. Es war großartig. Es war großartig. Ja, aber da sind wir quasi ähnlich, ne? Zu dem Verhaltensmuster. Wir probieren ja auch ständig irgendwas Neues. Ja, okay, stimmt. Wir wollen auch noch kochen, wir haben jetzt einen Podcast, also.
Das, übrigens, Sturmwaffel hat natürlich auch einen Podcast. Jeder YouTuber natürlich hat einen Podcast. Irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja. Aber zurück zum Thema. Ne? Dieser YouTuber, ne, der hat einen Kanal. Na, okay, sagen wir zwei Kanäle. Ja? Und der sagt auch dauernd, ja, und ich hatte heute Meetings. Sturmwaffel, Junge. Du weißt doch nicht mal, wie man Meetings schreibt. Was, tu redest doch nicht du, so. Was redest du denn 8 Stunden in diesem Meeting? Ja, vor allen Dingen, inzwischen ist ja Meeting so ein, weiß nicht, so ein Sport geworden. So. Ja, man hat Meetings, um Meetings zu haben. Gott. Es ist ganz wild, sag ich mal. Nimmt das hier eigentlich auf? Habe ich gar nicht geguckt. Ja, cool. Ja, 5 Minuten. Bei mir schon. Ja, bei mir auch. Ah, ja. Siehst du? Ja, also das so viel dazu. Ne? Wir haben übrigens jetzt auch hier, also wir hatten auch Meetings gerade. Klar. Ja. Den ganzen Tag bisher. Ich habe nicht gearbeitet bis eben. Nein, wir hatten Meetings. Wir hatten Meetings. Felix war auch nicht irgendwie in der Ausbildung. Nein, wir hatten Meetings. Nee, richtig. Wir haben über die Kanalausrichtung gesprochen. Ne? Über den Businessplan für die nächsten 6 Monate. Wie wir unsere Zukunft aufstellen wollen. Ja, genau. Ja. Das operative Geschäft muss ausgerichtet sein. Ob wir noch Angestellte dazu holen müssen. Die Antwort lautet übrigens nein. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden mit dem Stuff, den wir haben. Wobei, nein, eigentlich nicht. Wir brauchen einen Cutter. Der ja, das wäre echt schlimm. Felix cool, und ich, wir haben nie Bock. Ja, wir sind also wenn faul. Wenn ihr Bock habt, Sachen zu schneiden und hochzuladen. Kostenfrei natürlich, dann meldet euch. Ja, das ist sowieso so ein Ding, ne? Kostenfreie Mitarbeiter sind immer gewünscht. Das stimmt. Ja, hey, klar. Ne? Auch wenn, ne? Ihr, wenn ihr... Herr Kliemann. Nee, den jetzt nicht. Den, nee. Nee. Nein, aber der wollte das immer. Ja, ja, ja. Okay, schwierig. Kommen wir zu besseren Themen. Wie hast du die erste? Kommen wir zu Tee. Oh ja, okay, dann okay, kommen wir zu Tee. Es ist nämlich wieder was passiert. Felix und ich testen. Das wäre auch ein schönes Format. Malix und Felix testen. Ja, ja. Wir müssen noch einen coolen Namen dafür finden, aber dann könntest du. Eagle Test. Eagle Test. Oh Gott. Ah, Hauptsache überall Igel drin. Okay, der Adler testet. Wie hoch fliegt der Adler? Oh, schön, ja. Ich gebe 5 von 5 Vogelfedern. Adlerfedern. Oh Gott, das hatten Adler. Wir, glaube ich, früher mal bei irgendeinem Hörspiel-Dings. Ja, das hatten wir das mal. Aber es hat sich nie durchgesetzt. Zum Glück. Ja. Dann lieber 0 von 10 Hörspielkassetten. Das stimmt, ja. Aber, also auf jeden Fall, Felix und ich, wir haben wieder probiert, beziehungsweise Felix hat mir was erzählt und ich habe probiert. Zwar Cherry Tea. Absolut richtig, ja. Ja, das ist eine Firma aus St. Pauli, ja, übrigens. Ach guck, das wusste ich gar nicht. Ja, stand in der Bestellbestätigung, die sind übrigens sehr professionell und haben in ihrer Rechnung einen Tippfehler in dem Link zu ihrer Homepage drin. Oh, cool. Das könnten wir ja sein. Die heißt ja irgendwie Help Drink oder so. Und da im Link steht Help Drinks. Ja, kann natürlich ein Fehler. 404, Page not found. Dann es muss weg. Gut, aber lass wir das. Ist ein Startup. Ist okay. Ist ja, okay. Aber auf jeden Fall, die machen ganz viele Getränke-Stuff. Unter anderem eben auch in Anführungszeichen gesünderen Eistee. Und da habe ich mir das Probierpaket bestellt. Sind 12 Flaschen, was bei uns schon für sehr Verwirrung sorgte, weil die Seite das komisch geschrieben stand. Ich dachte, ich bekomme jetzt von jeder Sorte 12 Flaschen. War echt irritiert so. 18 Euro, gut. Wäre echt schön gewesen. Das wäre so interessant geworden, aber nein. Die meinten damit, 2-mal diese Sorte ist in dem 12er-Paket. Ja, so. Und kam gestern, also das war übrigens das erste Paket seit langem mal wieder, was nicht beim Nachbarn, sondern in der Postfiliale abgegeben worden ist. Bist du die ganze Zeit zu Hause? Warum hast du es eigentlich nicht angenommen? Weil ich tatsächlich in einem Call war. Ich war ein Meeting. Ich war tatsächlich, nee, ich war in einem Kollegengespräch. Der hatte eine Frage. Also das, ich hätte eigentlich sagen müssen, ich war in einem Meeting. Deshalb. Ja, deshalb habe ich es nicht angenommen. Und dann ging es zur Post. Jawohl. So. Ist aber halb so wild.
haben meine Mutter vorgestern abgeholt, netterweise, und ich habe es gestern geöffnet, ja, so, und dann habe ich es natürlich direkt, habe ich zwei Flaschen in den Kühlschrank gestellt, natürlich zweimal dieselbe Sorte, ja, das weil ich dumm war und nicht gecheckt habe, was das ist, aber macht nichts, ist ja egal. Ja. Ja, so, und erste Sorte, die ich getrunken habe, war übrigens, ich habe es rausgefunden, war Charity Red. Ah. Das ist Passionsfrucht, Maracuja-Saft und Räubusch-Tee. Mit einem wenig Kohlensäure drin. Ja, also ihr kennt. Ja, aber ganz wenig. Ja, ganz wenig, genau. Da kommen wir jetzt auch gleich zu dem Punkt. Ganz wenig Kohlensäure war da drin. Und es war okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist ja geil, das gönne ich mir jetzt immer. Aber ja, okay, es war jetzt auch nicht, das sind so 0,33er Fläschchen, übrigens Glasfläschchen, finde ich sehr lobenswert, ja. 0,33er und die war okay, das konnte man sich mal wirklich gönnen. Es war überhaupt nicht gesüßt, also man hat keinerlei irgendwie diesen Zucker rausgeschmeckt, so. Fand ich sehr angenehm, war in Ordnung. Und heute gab es die zweite Sorte. Heute gab es Ginger No Sugar oder sowas. Irgendwas mit, es ist Ingwer. Das ist Made Ginger Zero Sugar oder sowas. Irgendwie so war das. Es ist auf jeden Fall mit Ingwer, mit da war übrigens auch Holunder drin gestern in dem Dings. Ah, ja. Hat man aber nicht rausgeschmissen. Magst du eigentlich Ingwertee so? Also Ingwertee mag ich sehr gerne, mit Zitrone vor allem. Finde ich ganz lecker. Ja. Und der heutige Tee, das war, glaube ich, mit grünem Tee auch. Und ich fand, man hat wirklich diesen grünen Tee sehr stark geschmeckt. Der Ingwer überhaupt nicht. Und was mich irritiert hat tatsächlich, war, dass da richtig viel Kohlensäure drin war. Echt? Mhm. Okay, also wirklich krass. Richtig. Das hat geschmeckt wie so ein kennst du dieses neutrale, also dieses, nicht dieses mit wenig Kohlensäure, auch nicht das viel, sondern mit diesem so Mittelweg. Mittelweg, ja. Also ich kenn vor allen Dingen die mit richtig viel. Die sind ganz schlimm. Nee, so viel. Also das ist wie, ich versuch's anders, wenn du die Sodastream-Flasche, ne, quasi sprudelst. Und du machst aber nicht zweimal sprudeln, ja. Und du machst aber einmal sprudeln und dann noch einmal ganz wenig. Okay. So wäre das. Also war ganz, ganz komisch. Fand ich jetzt nicht so geil. Also es war jetzt nicht schlimm oder so. Also die zweite Flasche wird auch gegönnt, klar. Aber nee. Also das würde ich mir nicht nochmal gönnen. Das war nicht so geil. Aber okay, gut, also zwei von sechs? Also gestern habe ich dem glaube ich, 6 von 10 gegeben. Ne? 6 von 10 Teebeuteln. Ich meine ja, 5 oder 6 irgendwie so. Ich würde nach oben korrigieren tatsächlich, und zwar auf 7 von 10, weil ich hatte gestern Abend die zweite Flasche noch getrunken und dann war sie halt richtig durchgekühlt. Und dann war es besser. Dann war es deutlich besser. Vielleicht, ja, war die erste Flasche einfach noch nicht so ganz. Es sind halt Eistees. Kalt, ne? Genau. Das war halt heute Morgen raus, weil ich habe extra gestern Abend noch, als ich die zweite Flasche rausholte, 2 neue reingestellt. Also die war heute Morgen schon richtig kalt. Also das tut mir leid, aber die bekommen von mir 4 von 10 Teebeuteln. Okay. Ja? Also auch nicht wenn man es mir anbieten würde, würde ich es trinken so, aber kaufen würde ich es nicht nochmal. Tatsächlich. Okay, also bleib dran, um die weiteren Sorten dann auch. Selbstverständlich, ab jetzt jeden Tag werden 2 Flaschen gegönnt, sag ich mal. Ja, wir sind gespannt. Ja, so. Und dann nächstes Mal kaufe ich mir die Limonade. Die Limonade, achso, ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Die gibt es auch noch. Stimmt, Limonade gibt es auch. Ja. Aber ich glaube, da kaufe ich mir nicht das Probierpaket, weil da finde ich jetzt die Sorten nicht so spannend. Vor allem. Es könnte halt echt sein, ich weiß es nicht. Also die ich bisher probiert habe, weil ich hatte jetzt, glaube ich, einmal Charity Red. Ich weiß halt nicht, ob die Limonaden genauso heißen. Es könnte sein, dass ich die Limonaden hatte und nicht die Tees. Nee, die, weil da war bei mir immer keine Kohlensäure drin. Ja, bei mir war Kohlensäure drin.
die halt besser. Naja, wir werden das nochmal eruieren. Ist in Ordnung. Also wie gesagt, ist auch gar nicht so. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Ding ist. Ja, ist okay. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön verpackt gewesen. Kein übermäßiges Plastik. Vielen Dank dafür. Ne? Ja. Flaschen standen in so einem, in so, kennst du diese kleinen Schachteln in der Schachtel? Ja. Standen schön ordentlich drin. Und was ich cool finde, ist, da ist kein Papieretikett drauf, sondern das ist irgendwie auf die Flasche gedruckt. Ja, genau. Finde ich sehr geil. Finde ich nice. Ja, da wurde mitgedacht. Da wurde offen, ja, Klimaschonung so weit wie möglich, sag ich mal. Ja? Mhm. So, also das kann man sagen, ja, läuft. Wenn ihr übrigens uns Vorschläge machen möchtet, was wir testen sollen. Ja, damit. Ja. Wenn wir es gut finden, überlegen wir es uns. Ja, genau. So nämlich. Ne? Was wolltest du mich eigentlich eben noch fragen? Wie hast du die ersten wirklichen Sommertage genossen? Ach so, die ersten Sommertage. Ja, ziemlich viel in der Sonne natürlich. Sehr gut, ja. Wie es sich gehört. Bei uns auf dem Berufsschulgebäude kann man nämlich auf dem Dach chillen, das ist ganz nice. Oh, nice. Mhm. Man kann sich da oben hinsetzen und einfach ein bisschen die Sonne genießen. Ja, und sonst hier im Garten auch sehr schön. Ja. Ja, und gestern habe ich mich ordentlich braten lassen. Da hat es ja ziemlich geballert, die Sonne. Aber wir kommen ja erst zum Höhepunkt. Ne? Also noch steht sie ja nicht komplett gerade. Also es wird noch viel besser. Ja, nee, ich sage die ersten Tage erstmal. Ne? Also das ist ja nur der Warm-up. Quasi. Ja, genau. Und wir kommen ja noch Richtung Sommersonnenwende. Das heißt, es wird noch direktere Einstrahlung und noch länger Sonnenzeit. Ja, ich freue mich wirklich drauf, ja. Ja, ich mich auch. Ja. Also ich freue mich tatsächlich ein bisschen, weil ich hier wieder im Pool chillen. Das ist ganz witzig so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ganz nice. Pool wäre natürlich noch geiler. Würde ich mich einfach auf so eine Luftmatratze legen. Oh. Ja, nein, so groß ist unser Pool jetzt nicht. Aber du könntest es tatsächlich machen. Aber du kannst damit jetzt nicht großartig treiben. So. Nö, also, aber es würde reinpassen. Also, drauf zu liegen. So. Ja. Das würde gehen. Nice. Ja. Wie stehst du? Ich hatte eine Reklamation bei Lunch for You. Das ist ja der schon wieder? Nee. Wieso schon wieder? Oder war das? Nee, das war die. Das war die. Ach so, das war die. Nicht schon, nein, das war die. Okay. Das, für die jetzt nicht wissen, von was redet der? Lunch for You, das ist eine Firma, die in Anführungszeichen gesünderes Fertigessen anbietet. Die kochen das für dich frisch. Auf Bestellung quasi und liefern dir das dann eben fertig zu und du kannst es dann einfrieren oder halt im Kühlschrank aufbewahren und dann einfach in der Mikrowelle kurz fertig machen. Und Essen auf Rädern für Profis. Sozusagen, tatsächlich, ja. Für die Leute, die zu faul sind zu kochen oder einfach dumm sind. So. Malik wird ja auch bald 30, da muss man schon mal über solche Möglichkeiten halt absolut, nachdenken. Absolut, natürlich, selbstverständlich, ja. Sagt der auch schon mal da bestellt hat. Ja, klar. So. Ich bin halt auch manchmal gern faul. Ja, ist okay. Auf jeden Fall hatte ich letztens eine Reklamation, weil an der Verpackung des Essens nicht in Ordnung war. Mhm. Und die waren auch super nett. Eigentlich wollte sie ein Foto. Ich habe gesagt, sorry, kann ich nicht, aus Gründen, ja. Mhm. Und das hat sie auch verstanden, war alles prima. Und dann hat sie gesagt, okay, alles klar, wir packen dir einmal das Essen rein und einmal einen Apfelstrudel als Entschuldigung. So, habe ich natürlich genommen. Auch wenn ich kein Fan von so süßem Mittagessen bin, aber hey, geschenkter Apfelstrudel nimmt man natürlich mit. Ganz klar. Richtig. Ja? So. Und den habe ich heute gegessen. Mhm. Wie stehst du denn zu Rosinen? Oh, kommt immer ganz drauf an, wo und wie die drin sind. Mhm. Also pur finde ich sie absolut ekelhaft. Okay, verstehe ich. Aber jetzt in so einem Apfelstrudel sagst du ja oder nee? Ich überlege gerade, es gibt irgendwas, was ich voll gern mit Rosinen esse, aber, oh Gott, freut mich jetzt. Ah, so ein Rosinenbrot mit Marmelade, geil. Ja, würde ich auch nehmen, also so ein Rosinenbrötchen. Mhm. Gibt ja, hier ist nicht ein Hefezopf, sind da nicht immer Rosinen auch drin? Es gibt auch ohne. Es gibt, glaube ich, welchen mit. Das kann sein, ja. Ja, finde ich ganz okay. Es gibt, glaube ich, noch irgendwas anderes, was ich mit Rosinen feiere. Fällt mir aber gar nicht ein, aber ja, wenn sie drin sind und es irgendwie passt, dann geht schon. Okay, also ich bin halt ein Rosinenfreund. Ich kann sie pur essen, ich kann sie mit Schokolade essen, ich kann sie diese Schokorosine im Kuchen essen, ich kann sie, kein Problem, Rosinen, geil.
ja, im Studentenfutter Hamm, ja, nehme ich. So, ja. Auf jeden Fall waren da Rosinen drin und ich war echt fasziniert, weil ich war ein bisschen, ich dachte so, oh, Apfelstrudel aus der Mikrowelle, puh. weiß ich jetzt komisch, nicht. Ne? Deshalb, ich, hätte, ich hätte mir das nie bestellt, wirklich nicht. So, und dann, okay, das ist mit Vanillesoße, gut, gönnen wir uns. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Ja. Es war jetzt nicht kross oder so, wobei ich mir sagen muss, gut, wenn du da Vanillesoße drauf machst, ist eh vorbei mit kross quasi, also ja. Dann ist relativ Wurst. Das ist Matsch. aber die Vanillesoße, das hat einfach geschmeckt wie so Vanillepudding. Ach krass. Das war geil. Also das, das war super lecker. Und es war auch, ich hatte halt die Sorge, dass es so einfach so ein Blätterteigstrudel ist, weißt du? Und dann machst du den in der Mikrowelle und dann wird das einfach komisch. Aber das war, ich habe schon mal so einen Apfelstrudel gegessen mit so einem dünnen Mürbteig, würde ich sagen. Also es war eher wie so ein Kuchen. Und es war echt länger, also war echt gut, muss ich sagen. Würde ich mir nicht wieder kaufen, weil ich, wie gesagt, kein Freund von so süßem Essen bin. Aber für die, die es mögen, haben. Dabei fällt mir eigentlich immer noch diese Fischstäbchen-Pizza testen. Oh, die gibt es nicht mehr lange, Felix. Du musst da zuschlagen. Ja. Da musst du zuschlagen. Limited und dann gibt es die doch für immer. Naja, das man kennt das Prinzip. Aber Felix, bitte kauf sie, weil wir wollen dein Testergebnis hören. Wie viele Pizzaschneider willst du für diese Pizza? Wie viele Fischstäbchen vergibst du? Wie viele Fischstäbchen? Wirst du der Pizza geben? Ich könnte es ja doch selber machen, so. Wir bleiben gespannt. Ja, könnte man. Ach, Felix, bitte. Selbst machen. Ist ja langweilig. Ich hätte auch meinen Apfelstrudel selbst machen können, aber wer will das denn? Ja, gut, das ist ein bisschen aufwendiger. Das stimmt. Pizza wäre es ein bisschen einfacher. So ein scheiß Apfel, Alter. So, bisschen aufwendig. Mit dem Teig. Auch den Teig selber machen, bitte. Ja, klar. Gönnung. Heute gibt es bei uns übrigens Lasagne. Ich habe schon richtig Bock. Ich müsste eigentlich auch demnächst noch was essen. Noch eine wichtige Frage zum Schluss. Okay. Da ich ja schon gesehen habe, dass du das kommentiert hast, willst du wirklich bald von Twitter dich verabschieden? Ich habe gerade überlegt, was habe ich denn kommentiert? War ich wieder betrunken? Habe ich wieder merkwürdige Tweets verschickt? Nein, das wäre schön. Das habe ich nüchtern gemacht. Es geht, für die, die es nicht mitbekommen haben, darum, Herr Musk, dem ja demnächst Twitter gehören wird, höchstwahrscheinlich, hat verlauten lassen, wenn ihm Twitter gehört, wird Donald Trump zurückkehren dürfen, wenn er das möchte. Und ich wir habe... Wir wissen alle, wird das tun. Ja. Ich habe... und er hat halt gesagt, der Ausschluss war falsch, da der Großteil der amerikanischen Bevölkerung dies nicht gewollt hat und es ohnehin ja nichts gebracht hätte, weil Trump ja trotzdem die Reichweite bekommen hat, die er bekommt. Ne? Ja. Dazu muss ich sagen, das sehe ich ein wenig anders, weil erstens ist Twitter kein Spiegelbild der Meinung der Gesellschaft Amerikas. Und zweitens war das ja nur der Tropfen auf den heißen Stein, weil Trump durchaus schon mehrere Strikes durch Twitter bekommen hat, wegen Verbreitung von Fake News, wegen nachweislicher Verbreitung von Fake News, ja? Ja. Über seinen offiziellen Kanal der amerikanischen Regierung. So. Gut. Richtig. Deshalb finde ich das sehr bedenkenswert, was der Herr Musk da vom Stapel lässt. Und tatsächlich bin ich da durchaus geneigt dazu, wenn das passiert, wie es passieren wird, wie wir alle wissen. Ne? Die Frage ist nur wann. Werde ich mich wohl von Twitter verabschieden, was ich sehr schade finde, weil ich es endlich geschissen bekommen habe, Twitter in meinen Alltag zu integrieren. Ja, jetzt gerade, wo ich mich dann gewöhnt habe. Mist. Seit 10 Jahren. Ja, so lange hat es gedauert. Aber nee, also ich sehe ich nicht. Also tatsächlich, da bin ich nicht glücklich mit und das will ich nicht unterstützen. So ein Quatsch. Ja, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Du siehst es anders? Ja, nee, also ich weiß nicht, ob ich
deswegen die Plattform verlassen wollen würde. Weil ich halt schon ja echt viel meines News-Contents so von Twitter beziehe. Weiß ich nicht, ob ich das auch komplett aufgeben wollen würde. Ja gut, das ist halt sowas, das fällt mir genauso leicht wie WhatsApp zu deinstallieren. Das ist echt? Ja. Ah nee, das fiel mir weitaus einfacher, muss ich sagen. Nee. Und da konnte ich aber auch löschen, klicken, war mir egal. So. Mir gleich, also mir tatsächlich beides gleich Wurst. Ja. Da ja gut, wahrscheinlich Ich müsste mal mein Facebook-Konto jetzt endlich löschen. Ja, ne? Also wenn du WhatsApp schon so leicht löschen kannst, kannst du auch Facebook löschen. Ja, das Witzige ist, das hat auch echt nichts damit zu tun, dass es mir irgendwie schwerfallen würde. Ich bin einfach vergessen. Ja, das kenne ich. Das hatte ich aber auch ewig. Bockt mich halt wirklich, also tatsächlich bockt mich wieder Facebook, Instagram, interessiert mich. Also Instagram war eine Zeit lang echt witzig. Aber benutzt du jetzt auch nicht mehr? Nee, schon lange nicht mehr. Nö. Das Problem war halt, also wir haben ja eigentlich den größten Teil nur durch die Stories. Und ja. Das hat aber gespackt. Manchmal ging der Sound einfach aus von den Stories. Und dann musste man immer so hin und her swipen. Das hat halt echt gesackt so, ne? Und deshalb habe ich dann irgendwann aufgehört, da regelmäßig reinzuschauen und jetzt habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ja, gut, dann. Weg auf, damit. Ich hätte trotzdem, das passt gerade so schön in die Thematik so, rein. Ja. Deshalb, ich hänge noch ein Thema dran. Hau raus. Und zwar, der Dude, der das WoW-Addon gebastelt hat, ne, der ist ja Dolmetscher Kai ist ja nur der Initiator quasi und der Programmierer, ne, der hinter dem Stuff steht, der ist Übersetzer, ja. Und er hat letztens erzählt, er hat TikTok-Werbungen übersetzt. Ah. Ja, ins Deutsche. Und er hat Dinge erzählt. Also da scheinen tatsächlich die Leute ganz wild darauf zu sein, den kleinen Kindern das Geld aus der Nase zu ziehen. Jetzt ist die Frage, würdest du bei sowas mitmachen? Ich kann noch nicht ganz folgen, also in welcher Hinsicht aus der Nase ziehen. Wenn, naja gut. Die sind so Product Placements oder was? Nee, die wollen manipulativ. Die wollen halt wirklich, dass die Kinder denken, oh geil, das hat zwar 80 Gramm Zucker, dieser Energy Drink, aber der ist so gut für mich, weil der erhöht meine Gaming-Skills, weißt du so? Und, ach so. Die versuchen dann halt die kleinen Kinder so zu manipulieren, dass sie sagen, Mama, bitte kauf mir das, bitte. Weißt du? Würdest du da als also wenn du jetzt ein Firmenboss wärst, ne? Mhm. Würdest du sagen, das ist ein legitimes Mittel? Oder hast du da Skrupel vor? Schwer, sich da rein zu versetzen. Also, dass das jetzt die beste Masche überhaupt ist, ist jetzt nichts Neues. Nein. Sich an die jüngste Generation zu wenden und oder für die an halt alleinstehende Männer. Ja, die sind wahrscheinlich auch relativ zahlungsfreudig, aber so generell Kinder und sehr junge Jugendliche, wenn man auf die sein Content zuschneidet und. Da bist du schon mal gut dabei, ja. Ja, also da kannst du dir ganz gut ausrechnen, was dabei rumkommt, sag ich mal. Ja, und wenn es deine Zielgruppe ist? Ich meine, am Ende kaufen es die Eltern, ne? Ah, du schiebst dann die Verantwortung auf die Eltern, dass sie das sagen, okay, die müssen dann für das Kind am Ende entscheiden, okay, stopp. Ist doch mit Süßigkeiten nicht anders, oder? Also wenn du jetzt an der Kasse stehst und dein Kind rumquengelt, gib mir den Schokoriegel, bitte, bitte. Der kostet doch nur 2,98 Euro. Und dann kaufst du den halt, damit es still ist und seinen Willen bekommt. Und ja, also wo ist der Unterschied, ob ich es jetzt bei einem anderen Idioten für irgendwas ausgebe oder... Stimmt. Es ist a good point. Also für die Eltern... Die müssen das ja am Ende entscheiden. Ich meine, sie könnten den Kindern einfach erklären, dass das völliger Müll ist, was sie da kaufen.
Mann, Jeremy Pascal, guck doch mal auf die Kalorien von dem Riegel. Mann, das sind 150 auf 100 Milliliter, kauft das nicht. Dann darfst du aber heute den ganzen Tag nichts essen, du. Richtig, also dann kriegst du nur den Energy-Drink und wir essen ohne dich, ne? Du kannst dann hier die ganze Woche, weil da ist, guck mal, da hat nicht mal Aminosäuren drin. Richtig, das wollen wir nicht. Also du kannst dein Proteinpulver kaufen, ich dir alles, was du willst. Ja. Aber nee, Energy Drink ist nicht. Gurken, kein Problem, kriegst du eine Palette von, easy. Ne? Aber das... Sogar Bio, aus EU-Anbau, kannst du haben. Aus EU-Anbau, ja, ist richtig. So, okay, guter Punkt tatsächlich, daran hatte ich nicht gedacht. Aber ich sehe, was du meinst. Verstehe ich. Das stimmt. Ja, also wenn du einfach bereitwillig, deinem Kind so die Kreditkarte für irgendeine Scheiße gibst, so hier, kauf dir das doch, wenn du da Bock drauf hast. Ich meine, ist ja mit irgendwelchen FIFA-Kartenpacks und wahrscheinlich auch bei Hearthstone nicht groß anders. Ich würde doch mal, also jetzt mal, wenn ich Kinder hätte, ne, Gott bewahre, hier klopf aufs Haar auf Holz. Ja, nicht, aber wenn, dann würde ich dir noch nicht meine Kreditkarte geben, für gar nichts. Nee, safe nicht. Also um Gottes Willen. Ne? Also auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich habe Ewigkeiten meinem, oh Gott, wann kam Q9 raus? Müsste jetzt wieder lügen. Aber ich war, glaube ich, 12 oder 14, irgendwas in dem Dreh. Müsste es gewesen sein. Ich bin ewig meinem Vater auf den Sack gegangen, ob er mir nicht mal seine Kreditkartennummer geben kann, damit ich mir dieses Spiel kaufen kann, was hat irgendwie 18, 19 Dollar gekostet hat. Weil das ging ja damals... Ging es nur bei PayPal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Ja, also das war schon Akt. Und ja. Wieso hat er es nicht einfach für dich gemacht? Ja, ich wollte halt irgendwie selber. Ja, klar. Gefühl, ich kaufe mir das jetzt. Okay. Ja, okay. Ja, verstehe. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich wollte früher immer so eine Prepaid-Kreditkarte haben, damit ich nicht immer diesen Weg gehen musste mein iTunes-Guthaben aufzuladen, über die Tankstelle oder sowas, muss ich mir eine Karte kaufen, weißt du? Ja, habe ich früher immer gemacht. Ich habe mir früher mal Paysafe-Karten gekauft, um irgendwelche Sachen damit im Internet zu bezahlen. Ach, das waren Zeiten. Die Kreditkarte für Kinder. Ja, ich habe sie nie bekommen. Ich habe sie nie bekommen. Echt? Ja. Meine Mutter sagt immer nein. Ach so, ja gut, ich habe das nie mit meinen Eltern gemacht. Ach so, ja gut, ich schon. Vielleicht war das der Fehler. Ja, wahrscheinlich. Ich habe sie nie bekommen, aber ich sag mal so, geschadet hat es mir nicht. Nee, so. Aus dir ist trotzdem nichts geworden. Von daher. Ist so, ja. Schade eigentlich. Naja. Gut, guck mal Felix, wir haben 33 Minuten. Ich finde, das ist eine schöne Länge eigentlich. Ne? Ja, also das ist doch perfekt. Das ist doch toll, eine sommerliche Folge. Vielleicht genießt ihr sie bei einem Eisbecher. Ne? Heute ist ja Sonntag. Bei einem Eistee oder einem. Ja, ich werde wahrscheinlich. Mojito. Wenn diese Folge. wenn diese Folge rauskommt, werde ich wahrscheinlich bei uns auf der Terrasse sitzen und die Sonne genießen. Der einzige Tag, an dem ich es tun konnte, weil heute ist irgendwie nicht so geil. Ist ein bisschen zugezogen. Weißt du, der einzige Tag in der Woche, wo ich Frühschicht habe. Toll, danke schön. Wetter. Ja, wie immer. Aber am Samstag und Sonntag wird sich da Sonne wird gegönnt. Ja, richtig. So. Gut, macht's gut. Ich wollte gerade sagen, Samstag ist Stream, aber heute ist ja Sonntag. wir nehmen nicht vorher auf. Nein, Quatsch, es ist Sonntag. nein. ja, heute ist Donnerstag übrigens. Also jetzt gerade ist Donnerstag. Gut, also vor allem, ja genau, ich rede über die Arbeit, weißt du, heute Frühschicht und es ist Sonntag. Richtig glaubwürdig. Nein, also ich arbeite nicht am Sonntag, um Gottes Willen. Da musst du schon. Amazon eigentlich? Amazon, ja. Ich muss auch meine Pause stoppen. So, weißt du, ja. Mein Klogang. Oh, 5 Minuten schnell. Oh Gott. Okay, gut. Leute, macht's gut. Tschüss. Wie gesagt, genießt die Sonne. Gönnt euch ein Eis. Ja, und einen Eistee. Wir sind raus.